Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute noch einmal ein Thema, das sehr nah an den anderen biblischen Impulsen dran ist. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist. Und zwar der Gedanke der Gemeinschaft. Ich würde es so formulieren, verbunden im Glauben und in der Liebe. Ich habe den Glauben an die erste Stelle dabei gesetzt, weil ich glaube, dass unser Verständnis von Gott uns dafür öffnet, liebevoller zueinander zu sein und zu spüren und zu merken, dass die anderen eine hohe Bedeutung für Gott haben und dadurch auch für dich selbst. Ich habe ja gestern Epheser 2, Vers 19 zitiert, ich würde das gerne nochmal machen. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Ihr seid Gottes Familie. In dieser Zeit, ich muss gestehen, manchmal schwimme ich. Ich versuche über die Konfirmanden zum Beispiel, Katechumenen mal rauszubekommen, wie fühlen die sich gerade, wie geht es den Menschen? Denn wenn man so wenig miteinander redet jeden Tag und sich nicht begegnet, dann ist es natürlich auch schwer herauszubekommen, wie fühlen sich die anderen Menschen. Ich sagte ja schon, dass es wichtig ist, dass wir wenigstens telefonieren, aber auch im Telefonieren bleibt dann oft so eine Zurückhaltung und da fehlt oft ein Stück Vertrautheit, die ja notwendig ist. Jesus Christus möchte eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft. Er lebte mit seinen Jüngern zusammen. Das kommt zwar aus der Tradition der Rabbiner, die mit ihren Schülern zusammenlebten und die Schüler lebten im Haus des Rabbis. Aber Jesus hat das noch weitergeführt, denn er ist mit ihnen durch das Land gezogen. Er hat sie instruiert, selber Wunder zu tun, zu predigen. Und daraus wurden ja dann auch tatsächlich die Apostel, die die Kirche im Grunde genommen mit dem Heiligen Geist dann nach Pfingsten erst richtig gegründet haben. Paulus verwendet, das schreibe ich auch gestern schon, so das Bild des Leibes, dass Christus das Haupt ist und dass wir das der Leib sind und dass wir unterschiedliche Gaben haben, mit denen wir zueinander gut sind und einander beitragen können, dass wir uns wohlfühlen. Römer 12, Vers 5 hieß es, gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Wir sind jetzt Familienmitglieder aufeinander angewiesen. Manchmal, dass man hilft, dass man nochmal erklärt, dass etwas Schönes geschieht, dass Menschen ernährt werden, dass jemand einkauft, dass man jetzt Geduld miteinander hat, dass man zusammen spielt, dass man Kinoabende miteinander verbringt oder Spieleabende, dass man vielleicht sogar miteinander Sport macht, habe ich vor kurzem gesehen, dass Menschen, dass eine ganze Familie miteinander so dann geturnt hat vor dem Fernseher oder vor dem Beamer oder was auch immer und einer Fitness-App gefolgt ist. Wie intensiv kann Familie da auch werden? Und Gott möchte, dass auch wir uns wirklich als Familie verstehen. Dass wir zusammenhalten, dass wir einander mitteilen, dass wir offen und ehrlich sind. Das ist mein Traum nach wie vor von Gemeinde. Und ich habe den Eindruck, dass wir da in den letzten Jahren wirklich Schritte aufeinander zugetan haben im Halsbrunnen. Dass niemand eine Rolle spielt, sondern dass wir freundlich und fürsorglich und trotzdem ehrlich sagen, was mit uns los ist. Und dass also die Ich-Botschaften und so weiter eine größere Rolle spielen, statt du sollst und du machst und du tust nicht. Ja. Also da, wo wir im Glauben stark sind, da, wo wir fest sind im Glauben, da orientieren wir uns auch an Christus. Denk bitte einmal an Petrus, den Felsen. Ich bin ja vor einigen Jahren mal in Israel gewesen, in der Nähe der Golanhöhen, an dem Ort, wo Jesus gesagt hat, du bist Petrus der Felsen, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes kann sie vernichten. Matthäus 16, Vers 18. Es war ein Ort, wo ein riesiger Felsen, so wie fast wie eine große, riesige Banane, so in so einem Halbrund zu sehen war und unten waren die Felsen, die Tempel römischer Götter, die es tatsächlich auch in Israel gab zu der Zeit. Und dann sagt Jesus, nein, das alles ist ganz unwesentlich. Du Mensch, der du glaubst, du bist der Fels. Darin zeigt sich, dass aus unserer Identität in Christus ja ganz viel erwächst.
in 1. Korinther 12, 27. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. So hat Gott die Gemeinde in allen Aufgaben gestaltet. Also, wir können zueinander beitragen und du bist ein wichtiger Teil dieses Leibes Christi. Und ich wünschte, wir könnten uns jeden Tag sehen, wir würden im Heilsbrunnen wirklich mal kurz zusammenkommen, wir würden vielleicht zusammen essen. Es gäbe so ein ganz unkompliziertes, herzliches, ganz natürliches Miteinander. Deshalb sehne ich mich sehr danach, dass die Zeit wieder kommt, wenn wir wenigstens Gottesdienste feiern können. Nach den Willkommensgottesdiensten war das oft ganz toll, dass wir sogar Bierzeltgarnituren draußen aufgestellt hatten im Sommer. Und da, das war wie ein kleines Gemeindefest. Das ist einfach großartig. In Vers 26 aus 1. Korinther 12 lesen wir, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir einander Anteil geben an dem, was uns gerade ausmacht. Und du darfst das auch mir und uns gegenüber tun. Uns schreiben, uns etwas sagen, von deiner Not berichten, telefonieren oder eben auch aus der Kraft leben. Aus der Kraft leben, die dir Christus gibt. In 1. Johannes 3, Vers 16. Christus gab sein Leben für uns hin, daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Also Glaube ist da, wo es ein Leib Christi ist, ja nicht nur eine Selbstbedienungsgesellschaft oder ein Aufgehobensein in der Stärke anderer. Das soll es sein, ja. Aber es ist eben oft auch sich selbst verschenken, von sich selbst etwas preisgeben. Und das ist ein wichtiger Teil von Gemeinde. Deshalb freue ich mich über jeden Anruf. Ich freue mich, wenn ich höre, dass Menschen miteinander spazieren gegangen sind, sich gut unterhalten haben und wenn etwas in einer Kirche, in einem Gemeindezentrum geschieht. Denk vielleicht auch nochmal an die Wäscheleine, die wir Weihnachten angeboten haben, dass man aus dieser Zeit gute Erlebnisse dort aufschreibt und wir wären auch bereit, sie auf unsere Homepage ins Netz zu stellen. Ich wünsche dir einen Tag, in dem du dich getragen und geliebt fühlst von Gott und auch von den Menschen, die dir im Glauben verbunden sind.